So, ja, die leere Flasche nehme ich natürlich wieder mal mit. Flasche mit Wasser, Flasche mit Öl, auch nicht. Vor allem der Unterschied zwischen der Flasche mit Öl und der leeren Flasche ist ja wahnsinnig. Und es gibt ja auch eben an jeder Ecke... Wir sind immer noch schwer. Wieso sind wir schwer? Kupfererz behalte ich. Oh, wieso haben wir Kupfererz? Ja, jetzt haben wir... Ach nein, das andere war ja Eisenerz, oder? Oder war das Eisenerz? Ach nein, das ist Kaufen. Ja, das sagt alles. So, Materialien, obwohl wir brauchen gerade gar nichts. Ja, die Schlangenhaut, von wo hast du die wohl? Schwer zu wissen. Pelter. Die ist sogar noch besser als das Schild, das ich mir gekauft habe. Für 2000. Na, eine Lederkappe, die habe ich ja. Stoffwickel, Leinenhemd. Lederner Brustpanzer, Ledergürtel. Aha. Brustpanzer, ein Stück Werkharnisch. Heilergewand. Ich glaube, ich nehme mal so ein Harnisch mit. Einfach weil wir es haben. So. Und ja, ich ändere die Ausrüstung auch gleich. So, einfach mal hier. Mehr nehme ich aber auch nicht mit. Und jetzt verkaufe ich... Nein, doch nicht den... Nein, ich verkaufe doch nicht den Rest. Sondern ich rüste mich nochmal damit aus. Ich habe ja eins vergessen, nämlich meine Stiefel. Meine Leggings habe ich vergessen anzulegen. Und den Rest lege ich jetzt einfach mal ins Lager, weil so dringend brauchen wir im Moment Geld nicht. Ich fand das auch cool, wie der Schlangenkopf explodiert ist. Ist mir gerade so eingefallen. Wow. Aber natürlich, das eine... Ach, ist bloß Ketchup. Ist der Typ noch da? Ja, er ist noch da. Gut, der Ebal, Verwaltung des Lagers. Einlagern. Ja, okay. Ich lege ich denn mal ab. So, die Steaks an Ausdauer. Ich lege mal einfach recht viel hier rein. Von dem Mysteridatium, da behalte ich mal 2, falls ich mal vergiftet werde. Da behalte ich mal 5, ist ja nicht sonderlich schwer. Die Bärenfrucht tue ich mal alle einlagern. Die kleine Nuss... naja, bei der kleinen Nuss behalte ich auch mal 3. Den Lappen mehr tue ich auch mal einlagern, die getrockneten Kräuter auch. Die eingemachten Pilze, Ausdauer brauche ich nicht unbedingt. Bei der großen Nuss behalte ich mal 2, falls wir mal etwas mehr einlagern. Was heißt einlagern? Ja, weiß schon, ein bisschen mehr Gesundheit regenerieren. Dann saugfähiger Lappen, um Öl aufzusaugen, tue ich auch mal einlagern. Das auch ein Pilz, um Ausdauer wiederherzustellen, behalte ich mal 4. Grünlattich tue ich mal rein, den wirksamen Beschwichtigungstrank. Gefährten wieder zur Vernunft bringen, das ist eigentlich gut. Die Augenlicht wiederherstellt. Okay, das lasse ich auch mal da. Die tue ich mal alle einlagern, weil das brauche ich eigentlich nicht unbedingt. Hartknollen mich auch. Flüssiger Elan. Nein. Das Sprachvermögen wiederherstellt. Also was gibt's denn alles hier für Flüche? Gammlige Möhre. Also eine gammlige Möhre stellt Gesundheit wieder her. Okay. Eine gammlige Bärenfrucht auch. Saures Bestienrippchen natürlich auch. Also irgendwie... Ja, verstehe ich die Logik nicht ganz. Ein Seelenheil. Das behalte ich auch mal. Den, um etwas von Nutzen herzustellen, das lasse ich mal auch mal weg. Und die Riesentrauben, die tue ich auch mal weg. So, dann sind wir hier schon mal fertig. Die Laterne behalte ich natürlich. Das fremdländische Messer behalte ich. Die 2 tue ich mal weg. Flasche mit Wasser tue ich auch mal weg. Ich habe keine Ahnung, was das bringt. Ein Festtagskuchen, da behalte ich mal einen, um ihn irgendwem ins Gesicht zu werfen. So, habe ich mich ganz kurz verdrückt. Da behalte ich mal 2. Da behalte ich einen. Da tue ich alle weg. Bei den Pfeilen auch. Drachengeifer Flammen zu hüllen ist natürlich auch geil. Die Spitzhacke behalte ich auch. Die leere Flasche behalte ich ebenfalls. Obwohl, so viele Ölflaschen brauchen wir nicht, aber es könnte mal passieren. Gut, dann Wolkenwein. Die tue ich eigentlich alle jetzt einlagern. Die brauchen wir ja nicht unbedingt so auf Reisen. Da können wir mal, wenn wir das abmachen möchten, einfach mal ins Lager gehen und vorbeischauen. Da so, hallo,
Ja, weißt ja. Die würde ich auch gerne behalten. Kostet ja eh bloß 0,04 und ist außerdem selten. Dann ein Kriegshorn. Das behalte ich auch mal. Ist ja auch nicht. Na, obwohl, das ist schon ein bisschen schwerer. Ein Suchermedaillon. Den Kurzbogen lagere ich auf jeden Fall auch ein. Die lagere ich auch ein. Und jetzt eigentlich nur noch ganz Zeit X drücken. Gut. Ausrüstung wechseln. Nee. Fertigkeiten. Habe ich irgendwas bekommen? Habe ich mehr bekommen? Ah, leider nicht. 8 fehlen mir noch. Ja, dann kann ich das erlernen. Die Fähigkeit wird mich ja schon sehr reizen, muss ich ja sagen. Obwohl ich mich auch frage, ob das eine Fähigkeit ist, die immer aktiviert ist oder eine Fähigkeit ist, die man, wie jetzt hier zum Beispiel, den großen Schlag aktivieren muss. Und Tatsache, hier ist auch wieder was hingegangen. Vom Jäger zum Gejagten. Vernichtung. Tötet 10 Schlangen. Schlangen. 15 Schlangen. Aha. Und 10 Wölfe. Habe ich den Auftrag vielleicht gar nicht erst angenommen? Könnte das sein, dass ich den Auftrag gar nicht angenommen habe? Aber naja. Es gibt bestimmt noch genug Wölfe. Nein, da wollte ich jetzt nicht drauf. Ich wollte auf Aufträge. Und einen Hexenwald wollte ich eigentlich auch nicht. Lady Mercedes sind fort mit dem Haupt. Da wollte ich jetzt hin. Und den Auftrag werden wir jetzt einfach mal erfüllen. Hätte ich jetzt so vorgeschlagen. Wenn euch das nicht passt, dann sagt mir das ruhig, aber ich werde die Aufnahme jetzt, glaube ich, auch nicht unterbrechen. Und wenn dann vor allem auch gar nicht so lange warten. Okay, jetzt ist natürlich auch wieder besser mit dem Laufen und mit der Ausdauer, die ich verbrauche. Oh, hier ist ein großer Stein. Pam. Ach Mensch. Ja, das war ein Typ, den ich nicht kenne. Das ist bestimmt weggerannt, grünlattig. Und schon finden wir wieder irgendwelche grünlattig Zeugsel, Dingensen und hast du nicht gesehen. Oh, hier waren wir, glaube ich, in der Höhle irgendwo. Ah nein, hier gibt's Öl. Und schon haben wir die leere Flasche aufgefüllt. Hier gibt's auch nichts. Ach, da ist die Höhle, oder? Da ist die Höhle. Ja, da ist die Höhle. Das ist gut zu wissen. Aber obwohl sehr leicht bin ich immer noch. Das ist auch gut. Wo muss ich denn hin? Wenn ich jetzt da ge geht's da vielleicht. Okay. Tut mir leid, ich werde jetzt doch mal ganz kurz zum Hexenwald aufbrechen. Falls es hier in Richtung Hexenwald geht, dann würde ich hier gerne. Oh, Wölfe. Und schon sehen wir Wölfe. Ja, und die machen wir weg wie nochmal was. Pam. Pam. Also die Wölfe sind ja erstmal gar nichts. Also ich bin so ein bisschen enttäuscht von den Wölfen. Nein, es sei denn, man trifft sie nicht. Sie sollten eigentlich wahrscheinlich recht flink sein und mit ihrer Geschicklichkeit überzeugen. Mit ihrem Speed. Hallo? Ist hier irgendwo noch ein Wolf? Irgendwo? Hallo? Irgendwo? Ach, da ist noch ein Wolf. Ist das ein Alpha-Wolf oder sowas? Naja, ein kleiner Reißzahn. Und ein saureres Bestienrippchen. Also noch ein Wolf. Oh, das sind ja viele Wölfe sogar. Keine Ahnung, wo die Wölfe gerade sind. So. Pam. Oh, da ist ein Wolfspelz. Den kann man natürlich immer gebrauchen. Und da ist noch ein Wolf. Habe ich getroffen? Nein, anscheinend nicht. Wo ist er denn, der Wolf? Jetzt habe ich aber getroffen. So. Und jetzt ist er auch weg. Laufbahnrang verbessert. Natürlich. Ich bin der Retter der Gejagten. Geht's hier wirklich in Richtung. Wow, noch ein Wolf. Ich habe am Anfang gar nicht gesehen, dass da noch einer ist. Ist der. Der war doch tot, wieso ist der noch gestanden? Na, wahrscheinlich noch ein paar Elektroimpulse am Schluss. So wirksamer Grünlattich. Die nehme ich natürlich alle mit. Ich bin ja so einer, der nichts liegen lassen kann. Egal, wie nutzlos es ist. Ich meine immer, ja, kannst du mitnehmen, ja, kannst du mitnehmen, ja, kannst du mitnehmen. Kannst verkaufen und sowas. Ja. Und ja, ich habe oft Probleme damit, weil ich dann immer mein Inventar so vollgeklumpt habe. Und weil ich mich dann immer überlade wie noch was. Bin ich auf dem richtigen Weg eigentlich?
Oh. Ihr seid solche Volltrottel. Aber anscheinend haben sie einen Dickschädel, wenn die Steine bei denen schon explodieren. So, Hilfe. Halt doch selbst noch. Gut, passt schon. Passt schon, ist in Ordnung. Und dann sagt bloß, da kommen noch mehr. Ihr blöden Scheißdrecks-Mistviech-Banditen. Kriegt aufs Maul jetzt. Nein, du wirst jetzt keinen hier holen. Von wegen. Ja, ja, ja. Du wirst jetzt mal schön dich an den Boden legen und nichts mehr machen. Wow. Oh. Ein Schurke. Okay, jetzt hätte ich die. Wow. Die sind ja recht gut eigentlich beieinander mit ihrem Leben. So, aber jetzt der auch nicht mehr. Oh, bin ich auch mal durch die Luft geflogen. So, oh, oh, nein, 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 heil mich, Hilfe, Hilfe, heil mich. Bitte, 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 heil mich, Robin, 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 wow, immer gehen, Robin. Heil mich, 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 bitte, 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 bitte. Ruck, komm wieder zu mir. Und jetzt, nein, ah, ich bin tot, verdammt. Na, das war nicht so toll. Nee, das war gar nicht toll, ne? Da muss ich wohl noch ein bisschen üben. Hier. Obwohl, ich könnte... Nein! Mit dem ganzen Weg nochmal rennen. Nach Gnarf. Okay, das heißt dann wohl, ich werde zuerst mit der kleinen... wie heißt die nochmal? Mit der Mercedes-Benz werde ich jetzt nochmal kurz den Weg gehen. Mit zum Herzog, vielleicht gibt er mir noch einen Vasallen dazu, dann hab ich, bin ich zu dritt. Wie im Anfang. So, komm weg. Rennst du? Ja, er rennt. Amüsier mich. So, nee, oder doch nicht. Hier war doch irgendwo ein Felsen. Genau, den habe ich dir am Kopf geworfen. Jetzt aber nicht. Schade. War da nicht irgendwo so ein Bärenfrucht-Dingensen? Hallo? Ach nein, da war nur ein Grünlattich. Genau, genau, genau. Hier ist der Manamania-Pfad. Ja, die Wölfe würde ich eigentlich schon gerne mitnehmen, weil die sind ja gar nichts. Sollte ich es nochmal probieren oder sollte ich es lassen? Also da bin ich jetzt schon so in einer kleinen Zwickmühle. Aber ich glaube, ich werde jetzt einfach mal mit der... Was? Ihr blöden Dreckskack-Mistwölfe. Ja, die Waffe einfach mal mitverprügeln. Kann man alles anbieten. Wo ist der blöde Wolf? Da ist der blöde Wolf. So, nee, 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 du rennst von mir nicht weg. Nein, du nicht. Du blöder Kack-Mist-Wolf-Dingensen. So, ja, ja, fire as well hier. Gut, da hatte der Wolf jetzt Glück, dass sein Kumpel noch da im Weg stand. Und bei einer Explosion ist es auch das Gute. Können sie mit ihrem Hinterrücks-Dingensen nicht ausweichen. Das schaffen sie einfach nicht. Gut, dann warte ich noch kurz den Heilzauber ab. Und dann würde ich sagen, gehe ich auch mal... Oh, da sind noch mehr Wölfe. Pam! 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 Oh, noch mehr. Oh, okay, die verbrauchen doch mehr Ausdauer, als ich gedacht hatte. Ja, jetzt werde ich natürlich angegriffen. Das war mir schon klar, als ich gesehen habe, dass meine Ausdauer am Arsch ist. Wölfe? Hallo? Wölfe? Wo seid ihr denn? Wölfe, Wölfis, Wolfis. Ein saures Bestienrippchen. Na, super. Also, mich wundert schon, dass man vergammeltes Zeug essen kann. Oh, und wir haben schon 2 Wölfe getötet. Cool. Und ich bin Level 11. Ein Riftsplitter. Was, was ist denn ein Riftsplitter, bitteschön? Ist da noch ein Wolf? Oh. Nein, er ist ausgewichen. Also, das sind schon recht viele Wölfe, muss ich ja zugeben. Also so viele Wölfe waren ja nicht mal annähernd im vorherigen Level da. So, einmal kann man ja mal mitnehmen. Er hat wohl irgendeinen Tölpel fallen gelassen. Umweltverschmutzung. Wo ist der denn hin? Ist der tot, der Wolf? Oder... Nein, da ist er denn. Na, geht's dir gut? Willst du dich streicheln lassen von mir? Also wie viele Wölfe kommen denn da noch? Ein Karnickel ist auch da. Und ja, du kannst ja gar nichts.
Geh weg. Lasst mich das machen. Ich bin Profi da drin, Wölfe zu töten. Ah, leider konnte ich die jetzt nicht mehr absprechen. Naja.